Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 11. Juli 2023. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disney News hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einer sehr spontanen Sondersendung, denn die Ereignisse überschlagen sich. Und zwar sind heute ganz spontan die neuen Jahreskartenmodelle veröffentlicht worden. Und die möchte ich natürlich brandaktuell mit euch teilen. Und ich sag mal so, es ist jetzt nicht rosig. Es ist nicht berauschend. Es wird einiges wegfallen für Jahreskarteninhaber. Natürlich wird es teurer. Wir haben es uns schon fast gedacht, aber ja, jetzt ist es offiziell. Ich gehe erstmal durch die drei Jahreskartenoptionen, die es jetzt bald geben wird. Und dann gibt es noch ein paar Sachen dazu zu erzählen. Und dann erzähle ich euch auch noch am Ende, was alles wegfällt, was jetzt dann nicht mehr in den Jahreskarten inkludiert sein wird. Ich werde euch auch mal Bilder jetzt einblenden, da könnt ihr es genau mitverfolgen. Und zwar, jetzt muss ich erstmal die englische Version, da haben wir es. Es wird drei Jahreskarten geben und zwar einmal angelehnt an die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Keine Ahnung wieso. Bronze, Silber und Gold. Bronze die günstigste Jahreskarte und Gold natürlich die teuerste. Fangen wir an mit der Bronze-Jahreskarte und zwar wird sie 289 Euro kosten. Man kann es auch in monatlichen Raten abbezahlen. Und man hat dann es gibt Blockout-Tage für die Karte und zwar kann man an 170 Tagen in den Park. Wie die Blockout-Zeiten, Blockout-Tage aussehen, weiß man aktuell, glaube ich, noch nicht. Und an diesen 170 Tagen darf man dann also immer in den Park rein, aber was jetzt leider der erste Banger ist, die drei Tage bleiben bestehen. Das heißt, man kann immer nur drei Tage auf einmal, zu einer Zeit reservieren. Und das ist egal für welche Jahreskarte. Das bleibt mit diesen drei Tagen. Aber ich habe schon gelesen, dass es wohl an diesen Tagen, wenn man in den Park darf, jetzt hier an diesen 170 Tagen, dass da wohl die Verfügbarkeit größer sein wird für Jahreskarten. Sehen wir doch noch. Aber die drei Tage bleiben. Gratisparken ist bei der Bronzekarte drin. Ansonsten war es das an Goodies für die Bronze. Bei der Silbernen, die wird 499 Euro kosten oder halt auch wieder in monatlichen Raten abzubezahlen. Und dann könnt ihr 300 Tage in den Park. Keine Ahnung, wahrscheinlich werden halt so beliebte Tage wie Halloween und Weihnachten etc. wieder ausgeblockt sein. Parken ist auch wieder inkludiert und die Rabatte haben sich tatsächlich ein bisschen geändert. Sie sind runtergegangen. Bei den Shops haben wir jetzt mit der Silbernen 10%, bei den Restaurants auch 10% und auf den Jahreskarten, auf den Fotopass, der ein Jahr gilt, gibt es 10% Rabatt und keine extra Magic Time, auch nicht bei der Bronze. Und bei der Bronze habt ihr auch nicht die Prozente etc., nur bei der Silber. Jetzt kommen wir zur goldenen Jahreskarte für, haltet euch fest, 699 Euro. Könnt ihr auch in Monatsraten abbezahlen. Also wir wussten, dass es teurer wird, aber jetzt sind wir fast bei fast 700 Euro. Ja, ihr könnt natürlich dann 365 Tage in den Park, also im Prinzip das ganze Jahr. Parken ist auch inklusive. Wir kommen aber dazu später noch, was dann wegfällt. Und ja, der Rabatt für die Shops ist um 5% runtergegangen. Und zwar gibt es dann nur noch 15% Rabatt. Der Rabatt für die Restaurants ist gleich geblieben, auch bei 15%. Das heißt, sie haben es jetzt angeglichen. Der Fotopass für ein Jahr ist inkludiert. Und auch die Extra Magic Time ist bei der goldenen inkludiert. Das heißt, wir können dann während der Extra Magic Time auch in den Park. Aber nur mit der goldenen. Ja, das waren jetzt mal die drei Optionen und es gibt jetzt noch einiges, was man dazu erwähnen muss. Also, soweit ich es richtig verstanden habe, wird es diese Karten ab 19. Juli geben. 19. Juli ist schon ganz bald, nächste Woche, um genau zu sein. Aber aktuell nur für die
Jahreskarteninhaber, die bereits eine Jahreskarte haben. Weil, dazu kommen wir jetzt auch gleich, also aktuell, so wie ich es verstanden habe, kann man nur als bereits bestehender Jahreskarteninhaber die Karte ab 19. Juli ordern, bestellen, verlängern. Und dann wird das irgendwann erst für die anderen freigegeben, weil die Jahreskarten werden ähnlich wie jetzt im Europapark limitiert sein. Das heißt, wenn das Kontingent an Gold, Silber, Bronze vorbei ist, ausgeschöpft ist, kann man keine neuen Jahreskarten mehr kaufen. Das ist ja im Europapark auch so. Ich glaube, erst vor ein paar Wochen wurden ja wieder neue Jahreskarten freigegeben. Also das finde ich schon echt krass. Negativ krass. Also limitiert, und dann muss man jetzt, was ist meine Jahreskarte, zum Beispiel läuft jetzt bis nächstes Jahr April. Muss ich dann jetzt Angst haben, im April keine Gold zu bekommen, wenn die ausverkauft ist? Oder hat man automatisch ein Anrecht auf eine Gold? Also ich weiß es nicht, wenn man jetzt eine Infinity hatte. Das ist leider in dem Announcement, in dem Statement, was wir bekommen haben, wird es leider nicht klar. Ja, also ab 19. Juli, wie gesagt, für Current Passholders steht hier. Und es wird heißen Disneyland Pass. Also es wird nicht mehr Annual Pass heißen, sondern man wird ein Disneyland Pass Member sein. Und auch eine Neuheit, was ich wirklich gut finde, dass es den Pass auf dem Handy geben wird. In der App. Es wird keine physischen Karten mehr geben, wie wir es kennen, außer ihr wollt eine Karte, dann müsst ihr die aber vor Ort beantragen und sagen, ihr möchtet eine Karte. Ansonsten wird das alles online gehen. Also das muss ich sagen, ist eine wirklich super Neuigkeit, dass das alles online funktionieren wird. Verlängern, beantragen etc. Und dann habt ihr die Sachen direkt auf dem Handy und ihr könnt auch übers Handy dann Tage reservieren und die Benefits einsehen. Wie gesagt, dann das mit den Annual Pass Members werden unlimitierten Access zu den Parks haben. Aber das Reservierungssystem bleibt. Also ich habe, so wie ich es verstanden habe, wir haben immer noch nur 3 Tage, die wir reservieren können. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, nach den 3 Tagen möchte ich nächste Woche noch reservieren und eigentlich ist es ausgegraut, ist es so, wie ich verstanden habe, dass wir trotzdem da irgendwie einen Platz bekommen. Aber das sehen wir dann, wie das funktioniert, wenn es dann ausgerollt ist. Dann steht da, den Annual Pass Membern und Discover Disneyland Pass ist natürlich für deren Loyalität gedankt wird und es ein paar Goodies geben wird. Wow, dafür haben sie andere gestrichen. Also es wird so sein, jetzt muss ich mal nochmal lesen. Genau, also wenn eure Jahreskarte ausläuft, dann könnt ihr sie über den Disneyland Pass online einen Monat vor Ablauf. Und, das ist auch neu, einen Monat nach Ablaufdatum verlängern. Das gab es vorher nicht, dass es nach Ablauf noch funktioniert. Jetzt wird es geben, einen Monat vor und einen Monat nach Ablauf des Datums. Dazu wird man aber auch bald eine E-Mail, personalisierte E-Mail bekommen. Wahrscheinlich, wenn er sich das Ablaufdatum nähert. Und es kommen, man kann den aktuellen Annual Pass ab dem 19. Juli irgendwie canceln und auf den neuen upgraden. Also ich könnte jetzt sagen, okay, ab 19. ich cancel meinen Pass auf den neuen. Das geht in Walt Disney Studios. Aber warum ich das tun sollte, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Und es wird Surprises geben. Und zwar werden die Jahreskartenpartys zurückkommen. Und zwar die erste wird am 29. September stattfinden. Also nicht die erste, sondern die erste, die zweite dieses Jahr im Prinzip. Ich war ja dieses Jahr, wir waren ja schon auf einer. Und so wie es hier steht, können das Jahreskarten, also Annual Passholder mit dem alten Pass, aber auch die neuen dann beantragen. Und die Tickets werden End of August, also Ende Oktober, dann verfügbar sein. Und jetzt muss ich noch mal gerade schauen in meinen verschiedenen Notizen. Es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Genau.
Und es wird 4 Jahreskartenpartys pro Jahr geben, mit spezifischen Saisonthemen oder auch mit Themen, die wir Gäste haben wollen. Keine Ahnung, wie die das herausfinden wollen. Und es wird wohl exklusive Meet and Greets Slots und Veranstaltungen geben, mehrmals pro Jahr für diese Jahreskarteninhaber. Jede Woche wohl ein paar, so wie es hier drin steht. Und man kann pro Besuch kann man einmal dieses Meet and Greet dann buchen. Ja, das ist ja schon mal ganz nett, würde ich sagen, dass ja jetzt die Partys wieder zurückkommen. Und auch diese Meet and Greets finde ich voll cool, muss ich sagen, so für Jahreskarteninhaber. Da bin ich voll d'accord. Jetzt muss ich kurz nochmal hier schauen, was ich jetzt noch vergessen habe, bevor wir zu den gestrichenen Sachen kommen. Genau, ich glaube, das war so die Zusammenfassung von den neuen Jahreskarten und was die Goodies sind. Ja, kommen wir zu den Sachen, die nicht mehr verfügbar sein werden. Und zwar, Moment, genau, da habe ich es. Ab dem 19. Juli kann man nicht mehr, also mit der aktuellen Jahreskarte und natürlich dann auch mit der neuen, kann man hat man keinen priorisierten Eingang mehr für Jahreskarteninhaber. Also aktuell konnte man ja, gab es einen extra Eingang für uns, sage ich mal. Da war meistens weniger los, wird es nicht mehr geben. Dann keine gratis Gepäckabgabe mehr, was ich echt krass finde, weil ich aktuell die Gepäckabgabe echt häufig genutzt habe. Und es wird keinen Ausleih mehr von Rollstühlen und Kinderwägen kostenfrei geben ab dem 19. Juli. Ab dem 1. August wird es auch keine VIP-Areas mehr für Infinity-Jahreskartenhalter geben. Und das muss man erstmal sacken lassen. Das ist erstmal was ab dem 19. und ab dem 1. August in Kraft tritt. Also ich finde das mit den VIP-Areas kacke, wenn man das so sagen kann. Auch das mit der Gepäckabgabe und so weiter. Gut, den Eingang, ja, kann man drüber diskutieren, aber da muss man erstmal tief durchatmen, würde ich sagen. Also das ist schon echt krass. Übrigens könnt ihr mir natürlich eure Meinung und was ihr darüber denkt auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Lasst uns das gerne bei dem Thema austauschen, was ihr über die neuen Sachen jetzt denkt. Ich glaube, generell wird da sehr, sehr negative Kritik aufkommen in den nächsten Tagen und Wochen. Es ist nicht gut, was da jetzt so ist. Ja, und mit den neuen Jahreskarten ist es so, dass es keine Privilege-Tickets mehr geben wird, also Freundestickets. Die ihr jetzt noch habt mit eurer jetzigen Jahreskarte, könnt ihr noch bis zum Ablauf verbrauchen. Aber mit der neuen wird es keine Freundestickets mehr geben. Die war natürlich auch heiß begehrt und die konnte immer jemand mitnehmen für einen Tag oder ein paar Tage, die jetzt keine Jahreskarte hatten. Die hatte kein Disney-Hotel, was auch echt viele genutzt haben. Fällt auch weg mit der neuen Jahreskarte. Es wird keine Hotel-Discounts mehr geben, also keine Hotelrabatte. Gut, man muss jetzt sagen, es waren jetzt nicht die mega krassen Rabatte und ich habe es echt selten benutzt. Aber wird es auch nicht mehr geben. Es wird keine Tagestickets-Rabatte mehr geben. Ja, den Eintritt habe ich gesagt und der Infinity-Parkplatz wird auch wegfallen. Der reservierte Parkplatz für ganz vorne hinter der Schranke. Wahrscheinlich wird das alles jetzt zu Behindertenparkplätzen gemacht. Und der Infinity-Parkplatz fällt auch weg. Das heißt, wir können also parken ist ja inklusive, aber halt auf dem ganz normalen großen Parkplatz. Ja, was soll ich sagen? Ja, ich bin, also wie gesagt, ab 19. auch der Infinity-Parkplatz, der fällt dann auch weg, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Ja, das war's. Das waren die aktuellen Neuigkeiten zu den Jahreskarten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann der Verkauf für alle anderen freigegeben wird. Das werdet ihr wahrscheinlich dann bei Instagram bei mir erfahren, in meiner Story. Also folgt mir da gerne, wenn ihr immer up-to-date sein wollt. Ja, das, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein bisschen Schock für heute. Man muss das ein bisschen sacken lassen.
Und ich finde es schon krass. Also wir haben ja damit gerechnet, dass es teurer wird und dass auch, es gab mal Gerüchte, dass es wegfallen wird. Dieses Gerücht, dass es eine VIP-Jahreskarte für über 1000 Euro geben wird, ist zum Glück nicht bestätigt. Aber ja, einige Goodies, klar, man wird sich dran gewöhnen und irgendwann wird man denken, ja, früher war alles besser. Das Sprichwort trifft hier auf jeden Fall ein. Früher war alles besser. Bei den Jahreskarten im Disneyland Paris auf jeden Fall. Wie gesagt, meine läuft jetzt noch bis April. Aber die Frage ist halt wirklich, was ich mir aktuell stelle, was ist, wenn ich jetzt warte und dann im April verlängern möchte oder im März und dann sagen sie, nö, Gold ist jetzt ausverkauft. Dann stehe ich da. Was ich natürlich jetzt machen könnte, was sie ja geschrieben haben, ich könnte ab dem 19. Juli sagen, ja, ich cancel jetzt meine bezahlte Infinity-Jahreskarte mit den ganzen Goodies, die ich ja noch 20% Rabatt und so hätte ich auch noch bis nächstes Jahr und habe dann eine goldene sicher. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Die Frage ist auch, wie es angenommen wird, ne? Weil, wenn ich jetzt mir 699 Euro überlege, für eine Familie oder so, auch für einen alleine, das ist schon eine Stange Geld. Und da sind wir jetzt weit über den Preisen zum Beispiel vom Europa-Park, wenn man jetzt mit anderen Parks vergleicht. Also, ja, lasst uns darüber nachdenken zusammen. Lasst uns das mal sacken lassen. Und lasst uns das gerne ausdiskutieren in den Kommentaren. Und ja, das war's. Das waren die neuesten Neuigkeiten, brandaktuell aus dem Disneyland Paris. Wie ihr merkt, wie gesagt, ich bin auch noch so ein bisschen, ich muss darüber nachdenken und was das jetzt auch alles heißt. Und ihr könnt mir gerne auch Fragen auf Instagram stellen dazu. Ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Das mache ich auch immer bei euch zeitnah. Und ja, lasst uns das gerne austauschen da, bei dem Thema. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen, auch trotz dieser schockierenden Neuigkeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.